Ich guck mal, ob ich hier um die Ecke komme. Da irgendwas versteckt ist. Das ist... Ach, schade. Das sind so... Ja, weiß ich nicht. Das klingt halt auch mal so ein bisschen hart, wenn ich das sage, ne? Aber es sind halt so vergebene... Jeden Tag, da ist er. Ein Bogenschütze. Es sind halt so vergebene Möglichkeiten, finde ich, irgendwas zu verstecken. Also, selbst wenn es nur Tränen sind, muss ja nichts Großes sein. Ich verstecke meine Tränen. Und der Haifisch. Ach ja. Hä? Würdest du jetzt bitte mal... Oh ja. So. Ich könnte mal so langsam wieder eine Fontäne gebrauchen. Einen Brunnen. Einen jungen Brunnen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das Wort Jungbrunnen durch Medieval damals gelernt habe als Kind. Weil, ja gut, 98 kam es raus, war ich 7. Kind passt schon. Jetzt muss ich halt genau... Ja, da ist der Penner nämlich. Weißt du was? Gibt es ein Schnellauswahlmenü für Waffen? Ja, habe ich. Scheiße. Fuck. Archer, huh? Coward. Gut, dass die nichts droppen. Also ein Album oder so. Okay. Was ist das? Ist das... Das ist ein Vogel. Kann man da oben drauf? Kommt, nee, da kommt man jetzt wahrscheinlich eh hin, ne? Ja. Ach, kommt mal eine Fontäne. Schön. So. Push the button. Ach so, ja, okay. I have ich hab verstanden. Na komm. Ey, willst du mich verarschen? Nicht seine Pissdinger da aufnehmen. Komm, hier. Irgendwie bin ich ein bisschen unzufrieden mit der Haltbarkeit der Jungbrunnen. Oh, das war auch, glaube ich, ein Kackraum. Ich glaube, das war ein Kackraum. Na gut, der eine hängt fest, ist schon mal gut. Der andere weiß nicht so ganz, was er machen soll. Ach, guck mal, da ist er! Da ist er! Ich hab dich gewittert. Komm her. Okay. Der hängt echt fest, ne? Ich hab wieder einen zittrigen. Weißt du was, das mache ich mir doch zunutze. Erstmal wird hier gespeichert. Und dann hau ich mal ab hier. Weil, was soll ich mich mit euch rumschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes? Okay. So. Ich könnte jetzt natürlich auch wegsnipen von hier, aber ich will die Muni halt nicht vergeuden. Ja, was macht ihr jetzt? Das ist doof, ne? Wenn ihr jetzt schlau wärt, würdet ihr mir hier oben hinfolgen, aber das tut ihr nicht. Ihr Penner.
Ja, da habe ich jetzt natürlich auch nochmal wieder Energie eingebüßt. Wo kommt man hier hin? Huh? I have to jump that far. Jo, anscheinend. Ja, die Dingens ist ja aufgebraucht. Die Quelle. Ich nenne sie jetzt vielleicht einfach mal Quellen. Vielleicht wechsle ich auch immer durch, ich weiß es nicht. Gespeichert habe ich ja, falls es schief geht. Wow. Und er hält sich zum Glück fest. Das freut mich auch sehr. Aber hier kann man doch auch rum. Oder? Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube, mit Gehen ist besser als mit Rennen hier. Weil der Weg so kurz ist. Ja, so. Wie komme ich denn da hin? Da unten waren wir ja eben. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da hinkämen. Oder ist das... Soll das täuschen? Ich meine, das hier... Das wäre ja, da wäre ja die Tür, die zu war, diese große Tür, wo wir eben vorstanden mit diesem Feuer, gerade eben. Die würde ja da hinten rausführen. Hm. Kann mich auch nicht dran erinnern. Eine Rampe? Kann ich das irgendwie als Rampe benutzen für irgendwas? Nö. Oh, ja, richtig. Das gab's ja auch. Boah, ist das lange her. Ach, da kriege ich, glaube ich, auch wieder Munition. Glaube ich. Hoffe ich. Richtig. Wie komme ich denn da hin? Am besten. Ohne, dass ich mir die Haxen breche. Okay. Ich glaube hier, ne? Hier so? Hier so. Ah, ist ein bisschen tief. Sagte er und starb. Weißt du was? Die beiden Tränen können mir mal egal sein. Huh? I have to jump that far. Vor allem, wie weit er auch aus dem Stand springen kann. Also fast aus dem Stand, mit dem Gehen. Also entweder habe ich mich eben blöd darunter gelassen und es war nicht der passende Weg. Oder ich weiß es nicht. Nee. Gibt es denn hier nirgendwo eine Leiter oder so? Ich meine, da... Ah. Aber doch, da komme ich rüber, wenn ich mit dem Anlauf springe. Die Sprünge sehen so weit aus, aber wenn man mit Anlauf springt, dann geht das tatsächlich. So, denn hier kommen wir jetzt nämlich in einen neuen Bereich, den wir immer mal wieder sehen werden im Laufe des Spiels. Achso, fuck. Ich denke immer, da liegt irgendwas Interessantes auf dem Boden. Und ja, das ist ein ziemlich cooler Bereich. Genau, hier werden unsere Bullets wieder aufgeladen. Deswegen könnte ich eigentlich tatsächlich häufiger mal schießen. Und hier können wir jetzt uns für die Tränen, die wir sammeln, ja, Perks im Prinzip kaufen. Also Fähigkeiten. Was haben wir hier? Was ist das? Wind of the Apocalypse. A Ring of Fire. Like a Wave. 230 haben wir. Ich weiß halt nicht. Ist das hier? Wall of Fire. Flies through the enemy. Okay. 80. Flame of Hatred.
Wir haben ja fast alle mitgenommen. Das könnten wir uns. Swarm of Sparks. Sparks! Similar to the spell of fire, but it's even more effective. Okay. Was ist mit dir? Achso, du hältst einfach nur die Hand offen. Whisper of Chaos. Das klingt also wie so Power Metal Songs irgendwie. Whisper of Chaos. Oder so, keine Ahnung, irgendwas von Diablo. Ja. Ring of Immortality. Magical Cloud Reform. Thus the demon transforms into single human. Character that human like character can enter the cloud at any time, whereupon it becomes immortal. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals alles hatte, ehrlich gesagt. Das hatten wir schon. Ich glaube, also das hatte ich wohl. Wie viel kostete das nochmal? 110. A Wall of Fire. You need more tears! Ich muss mehr heulen, damit ich mir das kaufen kann. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sparen das einfach nochmal. Achso, hier. Also 110 brauchen wir. Ich glaube, dann hole ich mir das mal. Ich weiß gar nicht, ist denn eine Träne wirklich eins wert? Oder. Was haben wir da jetzt? Tatsächlich. Okay, dann gut, dann kann das noch ein bisschen dauern. Aber gut. Das ist jetzt gut zu wissen, dass ich da meine Munition auch wieder. I need something to make it work. I need something to make it work. Ist das das Rätsel? There must be another way to open it. Tatsache. Hier geht gerade irgendwas automatisch. Ja, tschüss, ne? Ein Schädel. Jetzt fühle ich mich wieder an das Tutorial von Tomb Raider 4 erinnert. Mit Werner von Kreu. Wo du die sieben goldenen Schädel einsammeln können. Ich glaube, sieben Stück sind es. Da oben habe ich, glaube ich, gerade jemanden entlangrennen sehen. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Kann man das lesen? Here lies the sacred skull of the Knights of the Gnostic Cross. May its aura never leave this place or the black curse will fall upon those who attempt to remove it. Ja, also hier ist der gesegnete Schädel von den Rittern der Gnostiker und möge seine Aura diesen Ort nie verlassen. Oder der schwarze Fluch will die befallen, die versuchen, ihn zu nehmen oder zu stehlen. Nehmen wir. Gold Skull. Ich weiß zwar nicht mehr, was wir damit machen müssen, aber Hauptsache, wir haben jetzt einen Gold Skull. Ich komm mal hier. Also wir sind hier wieder so ein bisschen teleportiert, habe ich den Eindruck. Oops indeed, ja. Ah, da oben können wir, glaube ich, irgendwas einsetzen, oder? Ich weiß nicht. Sieht sehr cool aus. Hat so ein bisschen was von so was Medusenmäßiges irgendwie, ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Jo. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Diese einsame Flöte im Hintergrund mit diesem Hall. Guten Tag. Komm her. Komm. Wie gesagt, so mit dieser Spezialattacke quasi zu kämpfen, das ist jetzt nicht das Spannendste für euch zum Zusehen wahrscheinlich, das verstehe ich, aber rein energetisch ist es durchaus die bessere Option, als einfach nur drauf zu dreschen und dann ziemlich viel Energie einzubüßen. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist, ob man dieses Spiel
Ist er in seinen Tod gefallen? Tatsache. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist, ob man dieses Spiel regulär eigentlich noch kaufen kann. Das würde mich auch mal interessieren. Oder ob das wirklich vergriffen ist, weil es halt auch nicht groß... Also ich habe es wirklich nur im Rahmen der Screenfun damals halt wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo anders groß verkauft wurde oder wie auch immer. Keine Ahnung. Er hat mir noch einen Kopf zugenickt. Er wollte mich ermutigen. Finde ich gut. Ahahaha. Das passt sehr. Das kommt mir sehr gelegen. So. No. Süß. Holy are the walls of this temple, the screams of martyrs lie buried in the howling wind, the pillar temple of Guardian. Da habe ich ein Off eingefügt, obwohl keins drin war. With his power and might, will crush anyone who dares disturb the silence of this place. Punkt. Also, ach so, vielleicht sollte ich mal übersetzen, was da steht. Also, die Wände dieses Tempels sind heilig, die Schreie der Märtyrer sind im heulenden Wind vergraben oder liegen, also fliegen mit dem heulenden Wind umher. Der Säulentempel Guardian, ja, so wie übersetzt man das am besten? Der Wächter, ja, ich sag mal Wächter, mit seiner Power und seiner Macht, das war richtig gut übersetzt, eine Power mit Power übersetzt, wow, wird jeden, der die Stille dieses Ortes trübt, crushen, wie Crushed Ice. Also er wird sie niederwalzen. Tausende von Kopfnüssen werden auf dich niederhageln. Na, wer hat diese Anspielung erkannt? Ich hoffe einige. Schon ein bisschen her. Wobei, als ich das Let's Play damals aufgenommen habe, das ursprüngliche, 2011, war es noch nicht so alt. Zwar auch schon ein bisschen, ich glaube so 2-3 Jahre dürfte es gewesen sein. Ja, ja, moin! Was geht? Okay. Was kommt denn jetzt schon wieder? Wieso kommst du denn jetzt erst verspätet? Was soll das? Okay. Ja. Also, stolz bin ich jetzt nicht auf meine Leistung, muss ich gestehen. Aber passt schon. Also ich glaube, wenn ich das richtig einschätze, sind es so 1,5 Ladungen, die einen so eine Quelle hergibt. Kommt das hin? Bin mir nicht ganz sicher. Würde auch ganz gerne mal wieder speichern. Jetzt habe ich halt gespeichert, aber mit so einer lausigen Energie hier, ne? Das ist, ja, richtig rum so. Och, Mann. Was ist denn? Och, ja, genau. Fuck you, mate. Ach, Mensch. Wisst ihr was? Am liebsten würde ich da oben jetzt so eine Granate hinwerfen.